Auch wenn die Mainstream-Medien kaum darüber berichten, das Thema WHO-Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften sind in aller Munde. Denn aktuell wird in Genf der WHO-Pandemievertrag ausverhandelt. Ein Vertrag, der der Weltgesundheitsorganisation weitgehende Vollmachten verleihen soll, weltweit über Gesundheitsmaßnahmen zu entscheiden und bindende Vorschriften zu verhängen. Die Freiheit, über unsere eigene Gesundheitspolitik zu entscheiden, steht somit auf dem Spiel. Gegen diese weitreichenden Änderungen findet in Wien deshalb am 1. Oktober eine Großkundgebung ab 11.30 Uhr am Heldenplatz statt. Organisiert wird die Demo von der bekannten Ärztin und Aktivistin Dr. Maria Hubner-Mock. Und es freut mich jetzt, dich, liebe Maria, bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Nico, und danke an das Team von RTV, dass wir uns dazu austauschen können. Ich habe es gerade in der Einleitung erwähnt. Die Mainstream-Medien berichten kaum über den WHO-Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Dennoch ist diese Geschichte in aller Munde, denn viele wissen schon Bescheid. Vor allem alternative Medien oder Ärzte wie du berichten über diese möglichen verhängnisvollen Änderungen, die uns dann treffen könnten und die Souveränität Österreichs in Frage stellen könnten. Maria, warum ist es so wichtig, am 1. Oktober, am Sonntag, den 1. Oktober um 11.30 Uhr mit am Heldenplatz dabei zu sein? Es ist unbedingt wichtig, hier Gesicht zu zeigen, weil wir nämlich großartige Sprecher aus dem In- und Ausland haben, die den Menschen wirklich in ganz kurzen, klaren Impulsvorträgen darbringen, was da geplant ist, was in diesen Vertragsentwürfen drinnen steht. Und wir haben ja Edith Prötzner als Co-Moderatorin für diesen 1.10. gewinnen können. Sie und ich werden durch diesen Bühnenvormittag, Mittag moderieren. Und wir haben mit den Speakern wirklich ganz klar abgesprochen, die Menschen, die sich diese Redebeiträge anhören, wir haben ja Juristen, Rechtsanwälte, Mediziner, Medienschaffende, auch Politiker sind dabei, unterschiedlicher Parteien wohlgemerkt. Wir haben trotzdem gesagt, bitte den Leuten das so klar zu vermitteln, dass sie nach Hause gehen können, dass sie ihre Familien, ihre Freunde aufklären können und dass sie wissen, wo es Material gibt, wie zum Beispiel Flyer von unterschiedlichen Organisationen, die ganz klar aufklären über die WHO, über ihre Vorhaben, damit man das auch an Regionalpolitiker bringen kann, um zu sagen, wisst ihr denn, was hier geplant ist? Das heißt, diese Demonstration ist nicht nur ein schönes Zeichen, das wir gemeinsam setzen können, wo wir uns austauschen können. Es soll auch wirklich gutes Wetter geben, dreimal Klopf, ja. Aber der Punkt ist, die Leute können sich sicher sein, dass sie am Ende wirklich mitwissen, dass sie klar weitervermitteln können, nach Hause fahren können. Eigentlich traurig, dass ihr quasi hier die Aufgabe der Medien, der Mainstream-Medien übernehmen müsst quasi, dass ihr die Menschen informiert über den WHO-Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften. Es ist eigentlich traurig, Maria, oder? Ja, traurig ist, dass die Mainstream-Medien hier überhaupt nicht dazu berichten. Denn wenn man sich anschaut, was hier an Artikeländerungen in den internationalen Gesundheitsvorschriften und was hier an Inhalt in diesem neuen Pandemievertrag vorgesehen ist, das ist wirklich eine mögliche, ein Verlust von Souveränität der Mitgliedstaaten in einem internationalen Gesundheitsnotstand, also Public Health Emergency of International Concern. Ich habe schon mehrfach gesagt, die Abkürzung für diesen PHEIC spricht sich Fake. Lustigerweise klingt das wie das Wort Schwindel, F-A-K-E. Und darauf nehme ich gerne immer Bezug, denn wir wissen, dass der derzeitige Generaldirektor der WHO, Tedros, der war in der äthiopischen TPLF-Vereinigung. Da war er einer, glaube ich, der Top 3 Leute. Und diese Organisation ist mitunter für Völkermord verantwortlich. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Mensch gegen den Rat seines Beratergremiums im letzten Juli 2022 auch die Monkeypox, die Affenpocken zu so einer Pandemie erklärt hat, ja, also gegen den Rat dieses Gremiums, muss man sich überlegen, was kann diesen Mensch zu künftigen Zeiten immer wieder einfallen, als neue Pandemie zu erklären. Und zwar, und das werden die Rechtsanwälte und Juristen sehr gut erklären auch, was der One Health-Ansatz bedeutet. Das heißt, hier geht es nicht nur um Viren, um andere Pathogene. Wir wissen ja auch, Gain-of-Function-Viren aus dem Wuhan-Lab waren verantwortlich für diese Covid-19-Pandemie. Und wenn man dann davon ausgeht, dass jetzt auch der Bezug auf Mensch, Tier, aber auch Umwelt, das impliziert auch Klima, hier möglich ist,
jetzt als Gesundheitsnotstand auszurufen. Was blüht uns denn? Klimalockdowns, weil es Tedros sich eines Morgens überlegt und dergleichen. Also hier müssen wir ganz klar aufklären und sehen, wo die Gefahren liegen. Eines noch zu Tedros: In seiner damaligen Funktion soll er in seinem Land, in Äthiopien, gezielt eine Cholera-Epidemie vertuscht haben, was vielen seiner Landsleute das Leben gekostet hat. Und was natürlich bei Tedros auch auffällt: Er hat engen Kontakt zur Bill and Melinda Gates Stiftung. Und da muss man ja auch dazu sagen, diese Gates Foundation ist mit 600 bis 800 Millionen Euro laut diversen Politikern und Experten jährlich der zweitgrößte Geldgeber für die WHO. Also das muss man sich auch einmal vorstellen. Wird bei eurer Veranstaltung, bei eurer Kundgebung auch darauf etwas eingegangen, damit man ein bisschen auch die Hintergründe der WHO einmal versteht? Absolut unbedingt. Also es wird erklärt, die Vertragswerke, es wird aber auch erklärt werden, wie denn die Finanzierung dieser sogenannten Weltgesundheitsorganisation funktioniert und den Leuten, und ich habe einen Freund in Deutschland, der hat gerade so Kurzinterviews gemacht mit Menschen auf der Straße und hat die Leute befragt, ja, kennen Sie die Weltgesundheitsorganisation? Dann war meistens die Antwort ja. Dann sagt er, finden Sie, dass das eine gute Organisation ist? Antwort ja. Dann hat er gefragt, wissen Sie, was die Weltgesundheitsorganisation macht? Ja? Und dann kam immer als Antwort, naja, die kümmern sich um unsere Gesundheit. Und die schauen natürlich, dass sie uns helfen mit Impfstoffen und die schauen auch, dass sie uns helfen, in schwierigen Gesundheitsfragen hier die Menschen weltweit gut zu beraten. Und dann denkt man sich, nein, das ist eine Organisation, die von privaten eben Organisationen oder eben Foundations durchaus so gefördert ist, dass es hier definitiv so ist, dass Geschäftsinteressen von einigen Geldgebern hier ganz gezielt eben Pharmaindustrie auch vertreten werden von dieser Gesundheitsorganisation. Und das muss den Menschen mehr und mehr klar werden. Maria, wir haben jetzt einige Punkte erwähnt, dramatische Punkte meiner Meinung nach. Und gerade auch in der Einleitung, wie gesagt, durch die Änderungen sollen ja wirklich massive Einschnitte für unsere Freiheit dann auch passieren in weiterer Folge. Wohlbemerkt, der Vertrag soll ja erst unter Anführungsstrichen im Mai 2024 dann unterzeichnet werden und dann erst in weiterer Folge, ein paar Monate später, erst in Kraft treten. Es gibt aber bereits Kritiker, die sagen, wir befinden uns dann möglicherweise im Mai 2025 wieder in einem Lockdown, ob aufgrund einer Pandemie oder aufgrund von einer Klimahysterie-Geschichte, das sei jetzt dahingestellt. Aber Fakt ist, es wird relativ einfach sein. Jetzt haben wir diese dramatischen Punkte. Glaubst du, dass die Menschen das mittlerweile schon so sehen wie du und andere? Oder glaubst du, dass es noch etwas Zeit braucht, bis die Menschen da aufwachen? Und ist es dann aber möglicherweise schon zu spät? Genau, also das befürchte ich absolut. Es ist nämlich so, dass wenn diese Verträge ratifiziert werden im Mai 24, wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze im Mai bzw. respektive der andere im November 2025 tragend werden. Und es gibt eine Einspruchsfrist von den Ländern, die Mitgliedstaaten sind, von den Politikern dieser Länder, von den Parlamenten. Nur, wenn die auch alle, so wie die Leute von der Straße glauben, die WHO meint ja nur gut mit unserer Gesundheit, dann werden die Politiker, die zum Beispiel in Österreich, ja, bei uns hier auch für die Impfpflicht gestimmt haben, ganz sicher nicht ihre Stimme gegen eine WHO erheben. Ja? Und das sehe ich als ganz großen Risikofaktor. Und auch die Leute im Movement, die sich denken, ah, das glaube ich, wird nicht so schlimm oder das wird schon nicht passieren. Also ich möchte nicht das böse Erwachen haben. Das heißt, wir müssen jetzt schon die Bevölkerung aufwecken. Die müssen ihre Politiker, die müssen ihren Bürgermeister in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf, müssen die besuchen und müssen sagen, haben sie davon gehört? Und da gibt es eben tolle Vertragsentwürfe, Flyer-Entwürfe, sage ich, über diese Vertragsentwürfe, zum Beispiel von der World Health Alliance. Da hat die Dr. Beate Pfeil, die auch auf der Demobühne sprechen wird, ein neunseitiges Erläuterungspapier wirklich im Juristendeutsch geschrieben, damit diese Politiker sich mit ihren Teams das anschauen können, und das werden sie müssen, weil sie werden sonst eine klare Absage von der Bevölkerung bekommen bei künftigen Wahlen. Also es ist möglich, dass man dementsprechend nicht den gesamten Vertrag jetzt lesen muss, ja, sondern es gibt quasi schon Zusammenfassungen, wo die wesentlichen Punkte drinnen stehen. Verstehe ich das richtig?
Genau, und es gibt auch auf unterschiedlichen Plattformen, auch ins Deutsche übersetzt, diese gesamten Vertragsentwürfe einzusehen. Und wer sich die Zeit nehmen möchte, das ist natürlich ein Riesenwerk, was da ist. Aber es lohnt sich sicher, wenn jemand die Muße hat, sich das selber auch anzuschauen. Und sonst gibt es eben diese starken Leute im Movement, die sich damit auch von Berufswegen wirklich professionell beschäftigen. Maria, mich würde noch interessieren, du als Ärztin, wenn man jetzt eine richtige Pandemie ausrufen würde oder es eine wirkliche Pandemie geben sollte oder Epidemie, je nachdem, ist es dann nicht viel besser, auf nationaler Ebene dagegen vorzugehen, anstatt jetzt von irgendwoher die Vorschriften dementsprechend zu bekommen, wie man dann in seinem jeweiligen Land zu agieren hat? Oder verstehe ich das falsch? Absolut. Also es hätte auch während der gesamten Covid-19-Pandemie so laufen sollen, dass wirklich Länder und zwar in den ganzen Fragen für sich entscheiden. Ja, weil man einfach auch gesehen hat, dass auf manchen Kontinenten sozusagen schon eine Coronavirenseuchung auf einem höheren Level stattgefunden hatte. Ja, dann gibt es Länder, wo einfach die Leute mehr Gesundheitsbewusstsein haben, einfach an sich schon gesünder sind. Ja, und hier hätte es einfach gesundheitsfördernde Maßnahmen fernab von Angstpropaganda in den einzelnen Ländern gebraucht. Und was ich als Ärztin, und das habe ich auch unlängst in Straßburg bei einem Hearing im Parlament gesagt, wo auch Philipp Kruse unter anderem vertreten war, aber auch der Kardiologe Peter McCullough. Was ich hier wirklich noch einmal worauf ich die Leute aufmerksam machen möchte, hier kommen staatliche und nichtstaatliche, nicht gewählte Organisationen dazu, überhaupt einmal Ärzten in ihre Patient-Arzt-Beziehung hineinzupfuschen. Und das, da der Mensch ein Individuum ist, da es immer ein individuelles Behandlungskonzept für jeden einzelnen Menschen braucht, finde ich das ärgstens abzulehnen, dass hier überhaupt nebst Empfehlungen, ja, oder nebst Anbot von Therapiemöglichkeiten hier überhaupt vorgeschrieben wurde, was es zu tun gibt. Und der Grund, warum ich aus der Ärztekammer Österreichs ausgetreten bin, war auch, dass ich gesagt habe, für so eine korrupte Organisation, die hier alles mitmacht, was ihnen von Nicht-Medizinern empfohlen wird, ja, das möchte ich nicht mehr mitmachen, das wollte ich nicht mehr mitmachen. Und da finde ich, ist ein ganz großes Problem gegeben, wenn nämlich dann Ärzten auch noch, die innerhalb der Ärztekammer sind, gedroht wird, dass sie hier mit Disziplinarverfahren zu rechnen haben, wenn sie sich gegen die Empfehlungsbrieflein der Kammern stellen. Ja, und das kann sich ja, wie gesagt, dann in weiterer Folge wieder wiederholen, denn würde dieser Vertrag und die Änderungen dementsprechend umgesetzt werden, droht ja auch mitunter totale Überwachung und wenn sich Staaten nicht daran halten, auch Sanktionen. Somit kann man es ganz klar sagen, die Freiheit, über unsere eigene Gesundheitspolitik zu entscheiden, steht definitiv auf dem Spiel. Und deswegen, ich glaube, man kann nur noch einen Appell dazu machen, Großkundgebung am 1. Oktober ab 11:30 Uhr in Wien. Am Heldenplatz. Vielleicht noch die Frage: Jeder, der in Wien schon einmal bei einer Demonstration dabei war, weiß, am Heldenplatz beginnt es und meistens endet es in einem Ringmarsch. Wie schaut es am 1. Oktober aus? Ja, also auch bei unserer Europe for Freedom und zu dem Namen möchte ich ganz kurz noch abschließend was sagen. Ist es tatsächlich so, dass wir um 11:30 Uhr pünktlich mit einer Kundgebung beginnen werden? Die wird auch ins Englische übersetzt und in einem Livestream in die Welt hinausgesendet. Und dann werden wir circa 14:15 Uhr, 14:30 Uhr maximal spätestens, möchten wir dann mit der Ringrunde, dem Marsch an der Ringstraße starten. Und dann werden wir noch einmal zur Abschlusskundgebung mit einem Musiker, der uns auch schon unterstützt hat letztes Jahr, Peter Conway aus Großbritannien, auch noch mit seinen kritischen Liedtexten, das sind sozusagen Kundgebungsansprachen in musikalischer Form, werden wir dann diesen Nachmittag und Abend ausklingen lassen. Also Abschlusskundgebung gibt es dann wieder am Heldenplatz und das Ganze wird circa bis 18:30, 19:30 maximal gehen. Jeder, der eben kommen kann, ist herzlich willkommen, sich dazu vernetzen. Es werden natürlich auch einige der Sprecher neben der Bühne und bei der Abschlusskundgebung auch noch für Fragen da sein und die Leute sind auch gerne gebeten, hier ihre Fragen mitzubringen. Gerade auch der Philipp Kruse bietet das immer wieder an, dass er hier den Leuten noch einiges näher bringen kann, wenn sie Individualfragen haben. Und zu Europe for Freedom wollte ich sagen, weil ich auch gehört habe in manchen sozialen Medien, das ist eine Pro-EU-Kundgebung. Also dagegen verwehre ich mich. Wir haben hier eine Pro-Europa. Wir sind nun mal die Menschheitsfamilie global gesehen. Wir leben in Europa. Wir sind gut vernetzt mit den anderen auch wirklich
Aktiven auf der ganzen Welt. Und deshalb, wir wollen uns hier europäisch zeigen. Und ich darf auch noch eines sagen, der Member of European Parliament aus Rumänien, Christian Teresch, wird auch dabei sein. Und das ist, die, die ihn kennen, eine starke Stimme innerhalb der EU gegen die Machenschaften der Menschen dort. Und er selbst hat jüngst in einem Facebook-Post gesagt, und ich denke, das ist ganz wichtig, man muss die Nationalstaaten stärken. Denn wenn ein Land glückliche Bevölkerung hat, glückliche Menschen hat, dann kann man auch innerhalb der europäischen Länder sich in Bündnissen sozusagen Gutes tun, aber definitiv sich nicht von einer korrupten EU diktieren lassen. Und das ist etwas, wo ich auch sehr froh bin, dass wir das jetzt noch klären konnten, weil eben wir sind eine Menschheitsfamilie, wir stehen zusammen und die, die das schon gemerkt haben, mögen bitte jetzt noch andere in ihrem Aufwachprozess unterstützen. Und dementsprechend am 1. Oktober 2023 ab 11:30 Uhr in Wien am Heldenplatz dabei sein, friedlich aber bestimmt wohlbemerkt. Maria, ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg und ich klopfe auf Holz, schönes Wetter am Sonntag. Danke. Dankeschön.